So, willkommen zurück, ja, auf der Suche nach Kellogg in Fallout 4, den Entführer unseres Sohnes. Aber zuerst wollte ich noch mal kurz, da wir jetzt die Vortagen ja haben, können wir mal kurz noch mal zurück und zwar unsere Waffen mal einfach ein bisschen noch verbessern, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch wieder meinen Hund dabei erstmal, so, dass die Geschichte, also das ein bisschen so, nicht so einsam ist, immer nur mit einem Kerl rumzulaufen, sondern dass wir halt auch noch, wie gesagt, noch einen kleinen Mitläufer haben. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Was ist mein Dog Meat? Hab ich den jetzt doch nicht mit? Eigentlich müsste er irgendwo rumrennen, aber wo? Naja, wie auch immer, der wird sich schon irgendwo melden. Wir wollen, genau, Waffe aufbewerten. Unsere Pistole. Haben wir denn auch irgendeine besondere Pistole? Nein, haben wir nicht. Natürlich nur die eine. Die wollen wir natürlich dann mal ein bisschen verbessern. 32 Schaden pro Schuss. Hört sich ja schon ganz interessant an. Machen wir doch gleich mal. Kurzer Lauf. Was machen wir denn hier Schönes? Ändert sich da überhaupt was? Ich glaube nicht. Überlegen. Genau, Rückstoßdämpfung. Ist das, naja, dann machen wir das hier. Machen wir das ein bisschen brachialer, die Kanone. Komfortgriff, Scharfschützen. Kann man natürlich auch mal machen. Standardmagazin. Schnell, großes Schnellmagazin natürlich. Wir bauen die komplett jetzt aus, würde ich mal sagen. Was ist das hier? Erhöht Fokus und erhöht die Präzision durch das Visier. Reflex mit Kreis. Machen wir das hier. Und Mündungsfeuer. Was haben wir hier Schönes? Ja. Können wir nichts mehr bauen, wir haben kein Aluminium mehr. So, wie sieht sie denn also aus, unsere kleine Kanone? Ach so, das ist das mit dem Kreis. Okay. Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal hoffentlich mehr Durchschlagskraft. Wir wollen jetzt erstmal kurz noch den Schrott hier ablagern. Und zwar habe ich mitgekriegt, dass wir, wenn wir das Zeug hier reinschmeißen. Nein, halt. Skip. Transfer. Gesamte Schrott lagern, ja. Mit T. So, jetzt ist das ja alles da drin. Dann müsste man rein theoretisch auch noch die letzte Sache hier bauen können. Nein, doch nicht. Aluminium bräuchte man noch. Halt. Ist aber nicht unsere modifizierte. Dies ist unsere modifizierte. Ah, wir könnten rein theoretisch noch einen Schalldämpfer drauf bauen, aber das wollen wir natürlich nicht. Brauchen wir auch nicht. So, raus aus dem ganzen Geschehen hier. Ey. Enter. Ja, ich verdrück mich gerade immer wieder mal. So, und dann habe ich noch was mitgekriegt, und zwar in unserem Haus unter dem Babybett, ja, ist anscheinend noch hier. Hier. Da. Du bist Spezial. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma. Könnten wir natürlich noch verbessern. Und zwar, mal gucken, kurz, komme ich hier auch wieder raus? Nein, ich komme nicht raus, scheiße. Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. Wir nehmen Intelligenz. Das müssten wir rein theoretisch, wenn wir auf T gehen, Intelligenz komplett haben. Genau. Dementsprechend kriegen wir jetzt auch maximale Erfahrungspunkte. Alt, wollte jetzt noch ein T, ja. Bin gerade ein bisschen leicht verwirrt hier. Wollte doch mal ein Level abmachen. So. Und zwar, wir können das noch nicht bauen. Okay. Stimpak. Machen wir jetzt erstmal ein Stimpak hier rein. Mal gucken, was das nächste. 75. Stimpak stellen die Gesundheit völlig vollkommen her. Okay, Stimpak so und bewegen sehr viel schneller. Ah, ja. Level 49, ey. Die letzte Skillung von Heilung. Ganz schön krass. Ja, und dann wollen wir uns natürlich auch mal kurz nochmal
Hilfsmittel und zwar das hier und das hier. So, ja. Genau. Dann gehen wir wieder zurück und holen uns jetzt mal Kellogg, die Lump. Oh, was ist das? Life and Love. Na dann. Fehlt von diesem gesamten Ausgabe von Leben und Lieben. Ja. Oh, so schnell kannst du nicht lesen, ist das hier schon weg. So, wir sollen auf jeden Fall jetzt hier rein und gucken, wie wir da rein. Also, müssen wir erstmal gucken. Ist mein Hund jetzt eigentlich immer noch hier? Warum hängt der denn immer noch hier rum? Hey. Zu mir. Na komm. Hier drüben. Aufgepasst. Komm her. Na, kommt denn der nicht mit? Ach so. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Anscheinend nicht. Ich schaute ziemlich müde aus. Doch, man hat nichts gefunden. Na komm, mein Dicker jetzt. Aber ist jetzt hinterher? Warum kommt denn der nicht? Komm jetzt. Ist der Spiegel da oben drin? Hund, lass doch jetzt endlich mal hier locker. Hier ist doch nichts mehr. Komm. Ja. Aufgepasst. Gehen wir. Kommt er jetzt so? Na, ja, er wird schon kommen. Wenn er lustig ist. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Da werden wahrscheinlich noch mehr solche Dinger sein. Ja, nee, ist klar, ey. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ja, erstmal noch so kleine Informationen wieder bei meinen Let's Plays von Fallout 4. Freue mich immer wieder, ja, wenn ihr zuschaut und mir fleißig Daumen hoch gibt oder Kommentare dazu gibt, was für ein Blödsinn ich hier mache, was ich noch besser machen könnte und. So, da mal jetzt mal rein. Wenn ihr noch nicht Abonnente seid, könnt ihr noch Abonnent werden, indem ihr einfach nach dem Video oder zwischen dem Video einfach mal kurz auf Abonnenten klickt und mir dann ein Abo da lasst. Wäre total nett, ja. So, drinnen in unserer. Unserer. Hier ist noch ein Heft. Also. Schusswaffen versuchen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Und das arme Kanickelchen, muss ich mal sagen. Schön mit dem Laserpointer anvisiert. Ach, da ist er, mein Dicker. Alter, bleib mal mit deiner Matschmelle jetzt hier. Ja, wenn ich so rumzappeln würde hier. Oh, kommt da noch einer? Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Auf jeden Fall haben die wieder Fusionszellen bei, die können wir natürlich mitnehmen. Oh, das ist der erste, zweite, wo ist der letzte hier? Da war noch mehr. Einer liegt noch hier rum. Da liegt auch noch einer rum. Hund, geh mal weg. So, ja, bald mich kaum noch holen. Oh Mann. So, hier geht's nach unten. Wahrscheinlich, ich bin wieder runter. Oh, da ist auch noch was. So. Was haben wir denn hier schönes hier oben? Hier waren wir. Hier ist ein Tresor. Wollen wir natürlich gleich mal knacken, das Ding. Ja, oder auch nicht. Ja, ich bin heute nicht wirklich
Der Profi-Knacker, ja. So, eine Munition, Pistole, brauche ich das auch nicht. So, hier noch. Ja, leer ist Judy geräumt worden. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir müssen jetzt hier. Klopfen. Ist doch bestimmt irgendwo einer. Oh, dann gehen wir mal in den Keller, mal gucken, wo er sich verkrochen hat, der Lupp. Noch eine Aludose. Ein ganz schönes Durcheinander, muss ich mal sagen, hier. Ja, nee, ist klar, Junge. Haarklammer nicht vergessen. Natürlich, da ist noch ein Tresor. Ja, nehmen wir natürlich mal mit. Ja. Vielleicht hat es da ein bisschen Munition drin. Ne? Silbermedaillon nehmen wir auch mit. So, haben wir wieder ein bisschen Muni für unsere Knarre. Komm, gut. Jetzt soll jemand im Weg rumstehen hier. Himmel, aua. Oh, ich schieße natürlich. Oh. Ich schieße natürlich gleich mal wieder erstmal gegen die Mauer. Ja. Ich bin ja ein richtiger Profispieler hier. Bleib liegen? Nee, mein Freund. Ja, nur noch 4 Schuss für die Pistole. Das ist schlecht. Was ist das denn hier? Bunsenbrenner. Ah, hier oben liegt irgendwo eine Kiste mit Munition wahrscheinlich dran. Mal gucken. Das wär's. Ja, oder auch nicht. Splittergranaten. Was ist hier drin? Oh, was ist jetzt? Ey, hallo? Ruf hier mit dem Scheiß. Tut doch weh. So. Haben wir jetzt. Da war jetzt. Genug. Lasermunition haben oder Fusionszellen, können wir hier mit unserer coolen Laserkanone rumballern. Mann, jetzt aber ganz schön viel Zeug, ey, muss ich sagen. Oh. Ist da jemand abwesend? Da rennst du weg, ja, und du kommst gleich wieder in die nächsten. Auch weg. Spitzkanal, Jagdgewehr. Nehmen wir mit, falls wir nachher keine Munition mehr haben für irgendwelche anderen Waffen. Sicher ist sicher. Du nicht, mein Freund. Oh. Himmel, ey, diese scheiß Minion. Die siehst du erst, wenn sie denn aktiv sind. Impogewehr, so. Was müssen wir denn hier machen? Aha. Ein Treffer, super. Null Treffer. Geschafft. Türsteuerung. Deaktivieren. Über das Verteidigungssystem, bla bla. Ach nee, Turmsteuerung heißt es. Türe öffnen, das habe ich gesucht. So, ist die Tür offen, können wir auch schon weitergehen. Ja, wir sind heute wieder total gut im Schloss knacken. Cool. Okay, die Tür ist offen. Hier ist ein Fahrstuhl nach unten. Mal den jetzt eigentlich die Typen hier vorne gelootet, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, die haben wir schon gelootet. Okay, dann können wir auch weiter runtergehen. Um zu gucken, was denn unten. Ist das eine Mine? Nee. Das Ding hier können wir dann auch machen, ja. Was?
Ist noch irgendeiner? Ja. Komm, Hund. Brav. Braver Hund. Braver. Was macht denn der Hund hier? Ja, und zu zweit kommen wir ja nicht ruhig. So, jetzt. Und hier geht's wieder raus. Also hier müssen wir noch nie lang. Oh, Hund, geh weg hier. Dieser Schnupfen, ja, also ja, geht mir sowas auf den Senkel. So, tun wir jetzt hier. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Offenbar bist du zu schlecht, mich zu finden. Haha. So, hier ist nicht wirklich was, was wir brauchen könnten. Und ein paar Aludosen. Sie müssen terminiert werden. Ja, du sagst. Wenn du da sagst, mein Freund, dann ist das wahrscheinlich so. Wo bist du denn rum? Da hinten ist noch gar nichts mehr. Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zerstören und abgebrochen. Wow. Was ist denn eigentlich hier der Lautsprecher? Ach, da. So, ausgeblitzt, mein Freund. Pulsgranaten nehmen wir natürlich auch mit. Aha. Wie schön. Fusionskerne natürlich ja, für unseren Power Rüstung. So, Tür öffnen. Überfallen, hier müssen wir echt gucken, wo lang wird. Das ist ein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. So, mal gucken, was jetzt da hinter uns, oder was sich dahinter verbirgt, hinter der nächsten Tür. Fusionskerne oder so? Nee. Was auch immer das jetzt sein soll. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Hier ist auch nichts. Ist hier noch einer? Ja. Ey, hier piept es überall. Hä, da war doch noch irgendwo einer. Wo ist der denn? Die Spiegelung in meinem Fenster hier sind total verwirrend. Ich denke, da kommt gerade einer. So, Ventrilen. Das wär's. So, hier. Stimpex. Was ist das hier? Kamera. Oh, jetzt habe ich mir weiter was zu mitnehmen. Gar nicht mitnehmen wollte. Egal. Mann, Hund, geh doch mal weg hier. Jetzt soll ich hier mal im Weg rumstehen. Zwar alles schön und gut, aber hier ist gar nichts. Alles schon leer. Aua. Bin ich gerade durchgelaufen und deswegen hat die geschossen. Schießt erst dann, wenn ich dort drunter stehe, ich glaube es. So. Das Ding hier schon
Laserbrenner hat auch Fusionszellen. Ah, hier, das ist das, was ich gesucht habe. Ein Fusionskern. Hier ist auch noch was. Schrotmoney nehmen wir natürlich mit. So, und Riegel. Geschafft. Ich meine hier. Superkleber. Den Rest kann man da lassen. Der Rest ist nicht so wirklich brauchbar für mich. Oh, jetzt hier viele Türen, ist ja Wahnsinn, ey. Ist das hier ein kleiner Bunker hier oder sowas? Wo geht's denn jetzt lang? Passwort zur Waffenkammer von Fort Hagen. Nehmen wir natürlich mit. Mann, Hund, geh doch mal weg da. Vielleicht finden wir die Waffenkammer. Vielleicht war das auch schon die Waffenkammer, wo wir vorhin gesehen haben. Oh, was hier steht. Du erhältst Dauer 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen. Na, ist doch schon mal, ne? Nett. So, wie er schon gesagt hat. Na, hier ist nix. Bewegung entdeckt. Seltsam. Kommt hier noch nichts her, ja. Oh Mann, hey, hat er mich auch erschrocken. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich viel übernimmst. Besser ist, mein Freund, dass du herunterfährst. Doch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. So, Passwort zur Waffenkammer. Hier jetzt wieder öffnen. Oh, das muss ja schon mal nicht knacken. Und da habe ich ja fast nichts. Tori-Hund aber. Wollte ich jetzt nicht wirklich hier angreifen. Aber wollte nicht Tab drücken, damit ich hier was sehe. Cool. Sicherung. So, ich glaube die ersten 20 Minuten sind jetzt wieder rum. Aber wie gesagt, ich will ja hier nicht immer nur so halbe Sachen machen, sondern ja, mal richtig. Na. Wenn wir dann schon eine Quest machen. Oh. Mann, Hund, ey. Du bist echt nervend gerade. Munition ohne Ende hier in der Waffenkammer. Hier ein Fat Man. Und den alles. Hund. Muss die natürlich hier auch reinzwängen. Ist ja logisch, nicht? Also. Du bist darauf beim Schleichen schwieriger zu erkennen. Aber hier ist ganz schön viele Hefte, muss ich sagen, in der Bude hier. Ah, das ist ein Notfall, ja, und dann muss man erstmal hier versuchen, die Dings hier aufzuknacken, ey. Wenn man mal überlegt, ja, es würde hier was passieren, ja, und man ist wirklich am Verbluten, ja, da muss man erstmal mit dem gebrochenen Arm noch versuchen, das Schloss zu knacken. Weil irgend so ein Düssel das Ding abgeschlossen hat. Wie viele Haarklammern, muss ich sagen. Aber das ist Vorteil für mich.
Und warum bewegt den Hintern? Oh, der da oben hat wieder ein paar Fusionszellen. So. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Hier wollen aber mal kurz noch was hier ausstatten, und zwar den Kumpel hier. Ich denke mal, ihr wisst alles, was ein Fatman ist. Ja, Fatman ist nämlich das hier. Und das hier ist eine kleine Atombombe. So, die würde ich natürlich dann mal versuchen, hier drin zu zünden. Und zwar speichern wir das mal ab, bevor wir das machen. Ja, die hat einen ganz schönen Radius. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Gib mir meinen Sohn. Psychopathischer Mörder und Entführer. Gib mir schon. Sofort. Also gleich ran an den Speck, was? Gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Dass es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also. Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Sie müssen jetzt sterben. So, erst auf der Turbo haben wir schon mal gezündet. Wir brauchen aber hier Stimpaks. Stopp, wir haben ihn schon gekillt. Meine Freunde, ihr seht alle Geschichte. Kellogg natürlich auch, dem fehlt ein Bein. Ein armer Freund hier. So. Viel Technologie. Ja, eine fette Menge. Da kam doch ein Mensch. Bekommen. Na, Kelloggs Outfit braucht man nicht wirklich. Würde ich mal sagen. Na, warst du doch schon hier? Da war noch viel mehr von denen. Kunden hier. Das ist noch eine Kiste. Stimpak, auch über das Wasser, Haarklammern. Stimpak. Ist noch ein Heft, ist ja. Das dritte Heft. Erhaltet das Holoband-Spiel Pitfall. Ja, das sind Spiele für einen Pitboy, ja, die man dann nutzen kann. Um nebenbei. Oh je. Yeah. Oh, fast, genau. Kurz vorm Niesen. So, auf jeden Fall sind wir hier jetzt schon durch. Wir haben jetzt Kellogg gekillt. Ja, wir haben jetzt die Info gekriegt, wie er soll. So kommen wir nämlich raus. Sollen hier zum Institut gehen. Ja, weil das Institut jetzt unseren Sohn hat. Und dementsprechend werden wir das natürlich auch versuchen und machen. So, irgendwie müssen wir noch hier rauskommen. Ah genau, hier hinten ist der Computer. Ach, scheiße, bin ich rausgegangen. So, verlassen. Nein, wollen wir nicht. So, Tür, Sicherheitstür, Steuerung. Türe öffnen.
Na, da war noch was anderes, und zwar war das hier. Sprich mit Nick über deine Erkenntnissen. So, ja, müssen wir natürlich dann auch machen. Werden wir natürlich auch machen. Was ist das hier? Sensor. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, für was man das so brauchen kann. Ja, hier ist auch noch was. So, und dann wollen wir auch wieder hoch. So, ich wollte ja noch die coole Kanone hier ausrüsten. Und zwar, wo ist er? Hier. Ah, naja. Kellogg's Waffe, ja. Eine fette Magnum. Hm. Da ist er auch schon. Ich muss jetzt hier nicht raus. Das ist nicht so ein Scheiß. Eck will hier raus. Geht wahrscheinlich nicht raus. Ah, da hinten, Exit. Na, komm, Digga. Hallo? Hier lang. Komm, renn hier, wir haben die Zeit hier. Na, geh doch. Ach ja. Na, mein Freund. Alles fit. Wäre schon ganz wild, hier rauszukommen aus dem Fahrstuhl. Zugang zum Dach. Hört. Wahrscheinlich müssen wir hier jetzt auch wieder das Schloss knacken, Tür öffnen. Nee, noch nicht. Hola. So, raus aus der Freiheit. Oh, was kommt hier an? Ein mega Raumschiff. Oder Flugapparat. Die sterbende Bruderschaft. Sind es. Oder ist das? Sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen, ja. Also, so. Das Schiff da oben. Fährt's schon. Sterbender Schatten, ja, die Militärfrequenz, bla bla bla. Können wir mal gucken? Jetzt das mal anhören. Okay. So viel zum Thema Paladin Dance und die Bruderschaft. Ja, hier kommt sie gerade angeflogen mit ihrem riesen Kriegsschiff, was auch immer. Ich sage hier in dieser Position hier schon Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, eventuell abonniert mich noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, euer Ziel.